Hallo und herzlich willkommen zum Grundkurs Staatssteuerungs- und Demokratietheorien. Heute zur 7. Sitzung mit dem Thema Federalist Papers. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und dass ich Sie jetzt hier in den kommenden Minuten durch diesen Screencast begleiten darf. Sie sehen hier auf der Einführungsfolie schon die Autoren des Textes zur heutigen Sitzung. Hamilton, Madison und Jay. Von links nach rechts und besonders wichtig ist der Herr in der Mitte. Das ist der Autor der beiden Artikel, die wir uns heute angucken wollen, der Artikel 10 und 51. Außerdem, das sehen Sie zur Rechten, geht es um die USA. Ja, und darum, wie man so einen Staat verfasst, was für Spielregeln man sich gibt, wenn man so ein Gemeinwesen einrichten möchte. Ich möchte auch in dieser asynchronen Seminarsitzung kurz auf das zur Verfügung stehende Lehrmaterial hinweisen. Das Wichtigste, wie immer, die Pflichtlektüre. Lesen Sie die Federalist Papers. Ich habe zwei Texte hochgeladen. Das eine ist der reguläre Pflichttext. Das ist die deutsche Version. Es gibt aber auch eine englischsprachige Fassung. Das ist ja immer ein bisschen sozusagen die Frage, welche Sprachkenntnisse man mitbringen kann, um Originaltexte lesen zu können. Englisch ist da in der Regel das einfachste und zugänglichste. Also wenn Sie originalsprachlich den Text rezipieren wollen, sind Sie herzlich eingeladen. Es geht in jedem Fall um die gerade schon genannten Artikel 10 und 51. Die werden in der Regel so als die politiktheoretisch wichtigsten bewertet und die sind eben von James Madison. Es gibt weiterführende Literatur, die genau auch diese Aspekte diskutiert, ja, auch sowas wie die Autorenschaft, ja, auch nochmal sowas zu den Hintergründen, ein bisschen auch ein Überblick über das Gesamtwerk, dass sie sich sozusagen nicht nur auf die Artikel 10 und 51 konzentrieren müssen. Dazu gibt es einen Text von Kielmann-Zeck aus dem Handbuch von Brocker von 2006. Da geht es also dann auch um die anderen Autoren. Und dann gibt es die Präsentation, die Sie als PDF auf StudIP haben und die Sie jetzt in diesem Screencast hier auch sehen können. Außerdem gibt es Lernen Sie die Kontrollfragen, dazu gleich noch kurz, den Screencast, den Sie im Moment anschauen, und ein Erklärvideo mit dem Titel Föderalismus von Nick Senior. Auch da, wie immer, die Einladung, alles dieses Material wahrzunehmen und sich anzuschauen. Aber gerne so, dass Sie zuerst sorgfältig die Pflichtlektüre durcharbeiten und dann anhand der Lernen Sie Kontrollfragen prüfen, wie Ihr eigenes Textverständnis ist und danach dann auf diesen Screencast und auf das Erklärvideo zugreifen. Tauschen Sie sich gerne untereinander aus und Nachfragen sind in der Synchronsitzung am 2. Juni möglich. Die Leitfragen zur Lektüre, zunächst zur Erschließung des Textes. Warum sieht Madison Faktionen kritisch und wie will er gegen diese vorgehen? Warum hält Madison eine Gewaltenteilung für nötig und wie soll diese aussehen? Die erste dieser Leitfragen zur Lektüre, zur besseren Erschließung des Textes, die bezieht sich auf den ersten Artikel, auf Artikel 10. Und die zweite Leitfrage, das werden Sie wahrscheinlich schon erkannt haben, fokussiert stärker auf den zweiten Artikel, Artikel 51. Weiterführende Fragestellungen, die Sie unabhängig von dieser Lektürehilfe heranziehen können und vielleicht auch schon beantworten, wenn Sie sorgfältig gelesen haben. Was ist das normative Ziel der Artikel? Wie sieht Madisons Menschenbild aus? Welche Methode liegt seiner Arbeit zugrunde? Und in diesem Fall ganz besonders wichtig, welches Staatsverständnis offenbart Madison? Deswegen gibt es hier diesen Pfeil, also die Fragen zur Erschließung des Textes, die führen zum Staatsverständnis hin. Und das ist hier ganz besonders wichtig, denn ich habe es gerade einleitend schon gesagt, es geht darum, einen Staat neu einzurichten. Und da schlägt Madison eine Republik vor. Und da ist die Frage, was bedeutet das? Das aber auch die anderen Fragen gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Zunächst ein bisschen historischer Kontext. Wir befinden uns auf dem nordamerikanischen Kontinent am Ende des 18. Jahrhunderts
Und die Situation ist die, dass die britischen Kolonien sich vom britischen Königreich loslösen möchten. Das passiert ganz wesentlich 1776 durch die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, das Gründungsdokument des Staates, und dann aber in diesem Kontext auch blutig durch den US-amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Ja, also die Briten wollen natürlich den USA keine Unabhängigkeit zustehen und dann müssen die Amerikaner die sich erkämpfen. Und dann ist die Frage, die dann auch während des Krieges schon auftritt, ja, also wenn man sich unabhängig macht, dann ist eben die Frage, wie richtet man dann so einen neuen Staat, wie richtet man den ein? Und da ist so das erste Behelfskonstrukt, sind die sogenannten Konföderationsartikel, 1777 beschlossen und dann ab 1781 in Kraft. Und im Hintergrund dieser Verfassungsfrage, die da zur Diskussion steht, ist immer die Frage, wie verhalten sich diese Kolonien jetzt zueinander? Ja, die sehen Sie hier rechts auch nochmal. Bleiben die Einzelstaaten und koordinieren sich irgendwie so eher locker? Oder gibt es eine Zentralgewalt, die dann sozusagen einen ganz neuen Staat darstellt und alle diese Einzelstaaten zusammenfasst? Und diese große Republik, die da im Raum steht, die ist ein vergleichsweise neues Staatsmodell, das da zur Diskussion steht. Und ja, der Hintergrund ist auch der, dass die Konföderation, die man dann da etabliert hat, in den 1780er Jahren, dass die nicht so richtig gut funktioniert. Das wäre also ein Modell, in dem diese einzelnen Staaten noch relativ mächtig sind und der Zusammenschluss in der Konföderation lose ist. Also es gibt zwar so eine zentrale Instanz, aber die ist sehr, sehr schwach. Die kann eigentlich gar nicht so was richtig, gar nicht richtig was machen. Es gibt keine Zentralregierung, die Politik macht und zum Beispiel Steuern erheben kann. Ja, also die Konföderation hat kein Steuererhebungsrecht und damit auch nicht so richtig Finanzen. Es gibt ein Gebot der Einstimmigkeit, das heißt, die Staaten müssen immer alles zusammen beschließen. Und das hat dann zur Konsequenz, dass es eben einfach sehr wenig Staatstätigkeit gibt. Ja, also diese Konföderation, die macht tatsächlich faktisch nicht so viel. Und diese ganz offenkundigen Defizite, die möchte man ändern. Und deswegen beruft man einen Verfassungskonvent ein. Das ist die Szene, die Sie hier rechts oben im Bild sehen. Und auf diesem Verfassungskonvent kommen Delegierte aus den Einzelstaaten zusammen und beratschlagen, wie sie jetzt diese Konföderation so gestalten, dass die Sachen besser funktionieren. Und da gibt es verschiedene Vorschläge, die zur Diskussion stehen. Also die Delegierten bringen so Vorschläge mit, wie man diese Verfassung gestalten könnte. Ein Vorschlag ist der Virginia-Plan. Der geht tatsächlich auf Madison zurück. Der Virginia-Plan sieht vor, dass man eine Legislative einrichtet, die relativ stark ist, also ein neues Parlament einsetzt, das starke Befugnisse hat, unter anderem so ein Steuererhebungsrecht, und dass man das in zwei Kammern aufteilt. Dass man ein Unterhaus hat, das wird direkt gewählt vom Volk, und das Unterhaus, das wählt dann zusätzlich noch ein Oberhaus. Und da ist auch die Idee, dass man dann diese Legislative proportional zu der Größe des Staates besetzt, ja, also nach Bevölkerung oder ja, vielleicht auch so nach finanziellen Mitteln, aber auf jeden Fall nicht gleichberechtigt, ja, also dass ein großer Staat viele Abgeordnete hat in so einer Vertretung und ein kleiner Staat wenige. Deswegen finden die großen Staaten den Virginia-Plan gut. Und dann setzen sich die kleinen Staaten zusammen und sagen, ah ja, das ist für uns nicht so gut. Und die schlagen dann den Gegenentwurf vor den New Jersey-Plan. Und da ist die Idee, dass es dann einen Kongress gibt mit gleichberechtigter Vertretung aller Staaten, ja. Also, dass jeder Staat immer einen Delegierten entsendet. Und ja, auch sonst der New Jersey-Plan sieht tatsächlich auch dann eine starke Zentralinstanz vor, die neue Rechte hat, ja. Also das, was die Konföderation nicht hat, das soll dieser Instanz dann zugestanden werden. Zum Beispiel, dass Gesetze Vorrang haben gegenüber den Einzelstaaten.
Gut, und diese beiden Modelle stehen zur Diskussion und dann einigt man sich auf den Verfassungskonvent im sogenannten Connecticut-Kompromiss, indem man Elemente aus beiden Plänen aufnimmt. Ja, und dann sehen Sie schon, erkennen Sie Elemente der endgültigen US-amerikanischen Verfassung dann schon wieder. Das Unterhaus wird vom Volk proportional zur Einwohnerzahl gewählt. Und das Oberhaus, der Senat, das wird mit zwei Sitzen pro Staat durch die Legislativen der Einzelstaaten besetzt. Ja. Genau. Und dann schauen wir uns auch nochmal die Autoren ganz kurz an. Alexander Hamilton, James Madison und John Jay. Das sind wichtige Staatsmänner in den USA in der Zeit, die ich jetzt gerade skizziert habe. Hamilton war Finanzminister in der ersten Regierung unter Washington. Madison ist Außenminister unter Jefferson und wird dann tatsächlich später selbst Präsident. Ja, also der Autor der beiden Artikel, die wir jetzt gelesen haben, der ist dann Präsident geworden. Und John Jay hat selbst nicht so viele Artikel geschrieben. Hamilton war derjenige, der die Federalist Papers ein bisschen koordiniert hat. Der hat auch die meiste Arbeit geleistet. Madison hat so den theoretisch interessanten Teil geschrieben. Und John Jay, der war außenpolitisch versiert und war mal Handelsminister, Gouverneur von New York, war auch tatsächlich erster oberster Richter am Supreme Court. Ja, aber der hat so ein bisschen so die Außenpolitik-Kapitel geschrieben in dieser Zusammenstellung aus Pieren. Ja, und Hamilton und Madison, die waren eben auf diesem Verfassungskonvent und gehen dann in ihre Staaten zurück und es gibt also eine Verfassung, die vorgeschlagen wurde und die muss jetzt aber noch ratifiziert werden von den Staaten. Und da gibt es insbesondere in New York gibt's Widerstand, da gibt es jetzt dann später in der Literatur als Anti-Federalist bezeichnete Autoren, die sagen, das ist keine gute Verfassung, das sollten wir nicht machen, wir brauchen stärkere Einzelstaaten. Und diese Anti-Federalists, die machen auch öffentliche Kampagnen, ja, und die Federalist Papers selbst sind dann nichts anderes als eine öffentliche mediale Werbekampagne für die Verfassung. Ja, also Hamilton sagt, lasst uns Artikel schreiben und die in die Zeitung setzen und dann dafür werben, dass die Verfassung ratifiziert wird. Und was alle diese drei Autoren wollen, ist eine bundesstaatliche Ordnung mit gestärkter und institutionell gesicherter Zentralgewalt. Ein bisschen in den Hintergrund in dieser Argumentation tritt eine sogenannte Bill of Rights, die ist noch nicht Teil dieser Verfassung, wird sie dann später durch die berühmten Zusatzartikel, aber da legen die Federalists nicht so einen großen Wert drauf. Da sagen die, nee, wir haben die staatliche Gewalt schon eingehegt durch sogenannte Checks and Balances, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, das ist wichtig, aber diese Bill of Rights, das ist eben auch eher ein Argument der Anti-Federalists. Bill of Rights sehen Sie hier zu Recht nochmal, ja. Deswegen aus dieser historischen Situation heraus und auch aus dieser eigentlich ja strategischen Debatte, also die Federalists wollen etwas erreichen und deswegen ist deren normatives Ziel ja in gewisser Weise fast ein politisches, ja. Also sie wollen, dass sich die Verfassung durchsetzt. Was ist das methodische Vorgehen? Na gut, das sind halt Zeitungsartikel, ja, die wollen da die breite Masse erreichen, deswegen wird da jetzt nicht lang und breit ein methodisches Vorgehen diskutiert, aber implizit deutlich wird, dass es sich um eine axiomatisch-deduktive Methode handelt. Das haben Sie vielleicht herausgelesen, hier und da im Hintergrund steht ein Menschenbild der Autoren. Und aus denen dieser Vorstellung darüber, wie Menschen sind, werden Aussagen abgeleitet. Außerdem gibt es einen Hintergrund in europäischer Philosophie und Geschichte. Ja, auch das werden Sie wiedererkannt haben. Und das ist ganz schön, dass wir da jetzt über die Federalists sprechen können, weil die Bezugspunkte sind Locke, Montesquieu
und Rousseau. Und das sind ja genau die Dinge, die sie jetzt in den letzten Wochen gelernt haben. Und in der Vorlesung lernen sie gerade das politische System der USA. Deswegen fügt sich hier alles sehr schön zusammen. Auch das schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Was ist das jetzt für ein Menschenbild, aus dem dann Aussagen abgeleitet werden? Ja, ein skeptisches, ein eher negatives. Die Autoren, in diesem Fall Madison, gehen davon aus, dass der Mensch egoistisch ist, feindselig, nur eingeschränkte Vernunft hat und dass es eben unterschiedliche Interessen gibt, was vielleicht keine so spektakuläre Annahme ist, aber aus diesen Interessen heraus entstehen Probleme, entstehen Konflikte. Das ist so ein Bild, das haben Sie immer wieder jetzt schon gesehen, ja. Ich kann nur auf Machiavelli verweisen, aber auch bei Hobbes. Wir haben immer dieses Bild, die Menschen geraten dann in Konflikt zueinander. Und hier bei Madison ist dann eben auch wichtig, dass sie sich zu Gruppen zusammenschließen. Jetzt habe ich Hobbes gesagt, also nicht in so einem vertragstheoretischen Sinne, sondern es gibt so eine Gruppenbildung. Und diese Gruppen, die haben auch nochmal eigene Interessen und treten dann in Konkurrenz zueinander. Und dann gibt es so einen Konflikt im Staat und der ist nicht gut. Ja, und den muss man irgendwie, den muss man einhegen. Und das ist eigentlich immer so, das ist das Gesamtziel, das immer dahinter steht. Also das Ziel ist natürlich auch die Verfassung, aber die Idee der Verfassung selbst ist immer so eine Einhegung. So ein berühmtes Zitat dafür, if men were angels, no government would be necessary. Ja, das ist die Idee, die Menschen sind nicht gut, deswegen brauchen sie eine Regierung, aber die Regierung ist eine Regierung von Menschen über Menschen, deswegen braucht auch die Regierung eine Einhegung. Ganz, ganz berühmte Stelle. Gut, eine Leitfrage ist noch offen. Sie erinnern sich, das Staatsverständnis, ja? Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, was genau ist denn das jetzt an der Verfassung, das so gut ist und das dazu führt, dass wir diese Einhegung von Menschen und von Gruppen und von der Regierung, dass wir das hinbekommen? Lassen Sie uns dazu nochmal kurz in den Text gehen. In Artikel 10 geht es um das Problem der Faktionen und seine Lösung durch Repräsentation und Föderalismus. Das Problem, das Madison aufmacht, sind Faktionen. Ja, das sind diese Gruppen, die ich gerade schon mal angesprochen habe. Die haben eigene Interessen und diese Interessen, die setzen sie gegenüber den Gemeinschaftsinteressen durch. Ja, und da ist jetzt dann in der Demokratie eben das Prinzip, wir stimmen ab und wenn es eine Mehrheit gibt, wird das gemacht, was die Mehrheit macht. Insofern wäre so eine Fraktion wäre kein Problem, wenn die in der Minderheit wäre. Aber auch in der Mehrheit werden sich so Fraktionsinteressen durchsetzen. Ja, auch am Ende rückgebunden an so konkrete Dinge wie Eigentum oder so. Ja, da werden ein paar Beispiele genannt im Text. Die Grundbesitzer haben immer eigene Interessen und wenn die eine Mehrheit für sich organisieren können, dann werden sie diese eigenen Interessen durchsetzen und nicht das Ziel verfolgen, was für die Gemeinschaft am besten wäre. Deswegen muss man diese Fraktionen laut Madison irgendwie unter Kontrolle bekommen. Und da gibt es zwei grundlegende Strategien, die auch jeweils nochmal sich in zwei Unterstrategien aufteilen lassen. Das ist ein bisschen die Struktur des Textes. Wie geht man gegen Fraktionen vor? Eine Möglichkeit ist, wir bekämpfen die Ursachen. Und da wäre ein möglicher Schritt, wir nehmen den Fraktionen die Freiheit. Ja? Also die dürfen sich nicht mehr als Interessengruppen zusammenfinden und ihre eigenen Interessen ausleben, zum Beispiel auch konkret Wirtschaftsinteressen. Ja, diese Freiheit wird ihnen weggenommen. Und das aber ist eine katastrophale Lösung. Ja, das findet Madison nicht gut, weil wo sind wir dann? Dann sind wir in so einem autoritären Staat und verlassen wir eigentlich den Bereich des demokratischen Gemeinwesens völlig, ja, wenn wir die Freiheit wegnehmen. Keine gute Lösung. Andere Möglichkeit, man könnte die Meinungen vereinheitlichen, damit alle Meinungen gleich sind unter den Fraktionen und man nur noch das Gemeinschaftsinteresse hat. Aber wie soll das gehen, wenn man nicht die Freiheit wegnimmt, ja? Denn, so Madison, überall da, wo Freiheit ist, werden sich auch verschiedene Meinungen herausbilden.
Deswegen dieser Ansatzpunkt Ursachen, das funktioniert nicht. Da brauchen wir eine andere Strategie. Und die andere Strategie ist, bei den Konsequenzen anzusetzen. Was sind die Auswirkungen von Fraktionen und wie können wir mit denen arbeiten? Und das ist vielversprechender. Die eine Möglichkeit ist, die Interessenformation zu hemmen. Das heißt nicht, dass man die Interessen abschafft. Ja, also die Meinungen bleiben unterschiedlich, aber man versucht daran zu arbeiten, dass die sich nicht so formieren können, dass sie sich politisch durchsetzen. Und da ist ein ganz konkretes Moment, ist dieses, man kommt zu einem Zeitpunkt an einem Ort zusammen. Das ist immer, da gibt es dann so Dynamiken, dass sich Interessen formieren und Interessengruppen durchsetzen. So kleinräumig und so auch zu einem Zeitpunkt, ja. Deswegen muss man versuchen, sich von so einer Art der politischen Organisation zu lösen. Und die andere Strategie ist, die Vielfalt sicherzustellen. Also möglichst viele Interessen zu haben. Weil wenn man ganz viele Interessen hat, dann wird es auch schwieriger, dass sich eine einzelne Gruppe gegen alle anderen durchsetzen kann. Ja? Wenn man nur zwei Gruppen hat, dann wird eine immer in der Mehrheit sein. Aber wenn man ganz viele Gruppen hat, vielleicht auch noch mit sich so überlagernden Konfliktlinien, dann gibt's viel mehr Pluralismus, der so eine Art Bollwerk dagegen aufbaut. So, und so hören Sie jetzt schon raus, was Madison problematisch findet, ist, wenn die Leute alle möglichst gleich sein sollen und so an einem Ort zusammenkommen. Und Sie hören Rousseau geradezu raus, ja, was Madison ganz unsinnig findet, ist die identitäre Demokratie. Weil die gibt genau all diesen Dingen Vorschub, dass sich Interessengruppen so zusammenfinden können. Und man braucht eigentlich das Gegenteil. Und das ist jetzt verbunden mit dem neuen Begriff Republik. Und diese Republik zeichnet sich durch zwei Dinge aus. Repräsentation und Föderalismus. Und das sind eigentlich die Gegenteile zu dem, was jetzt hier als Problem skizziert worden ist, ja. Die Repräsentation, da ist die Idee, dass Leute gewählt werden. Und in diesem Wahlprozess gibt's auch eine Auswahl. Also manche Personen setzen sich gegen andere durch und durch diesen Auswahlprozess steigt die Chance, dass man geeignetere Kandidaten und Kandidatinnen hat. Und Das ist nicht sicher, ja. Also es gibt, auch das schreibt Madison, kann dann immer noch, können sich immer noch böse Leute durchsetzen. Aber man kann auch diese Repräsentation so designen, ja. Wenn man da genug Repräsentanten nimmt, also nicht zu viele, nicht so, dass es unübersichtlich wird, aber nicht auch nicht zu wenig, so dass sich die Interessen vereinheitlichen, sondern so eine gute, solide Zahl und das dann im Idealfall noch kombiniert mit einem großen Staatsgebiet, ja. Also auch Repräsentation und Föderalismus spielen so zusammen. Und beim Föderalismus ist die Idee zunächst ganz simpel, dass wir ein Zusammenwirken aus diesen Einzelstaaten in den USA haben und aus dem Bundesstaat, der da jetzt neu verfasst wird. Und das führt einfach dazu, dass wir dann mehr Interessen haben. Denn dieses große Staatsgebiet, das führt selbst auch dazu, dass sich die Zahl der Interessen wieder erhöht. Das trägt zu diesem Pluralismus bei, ja. Bei der Repräsentation haben wir nicht mehr die Volksversammlung, wo alle zusammen auf einem Hügel zusammenkommen. Und beim großen Staatsgebiet haben wir dazu noch eine große Vielfalt an Gebieten und Personen, die Interessen vielfältiger machen. Dann haben wir eben diese Konfliktlinien, die wir haben wollen. Und das große Gebiet, das wird möglich dadurch, dass wir die Republik föderal gestalten. Und auch der Föderalismus selbst trägt dann nochmal dazu bei, dass wir mehrere Konfliktlinien haben, die diese Fraktionen einhegen können. Ja, dass wir einerseits die Bundesregierung haben und andererseits die Regierungen der Einzelstaaten. Und dann haben wir immer so einen Ausgleich. Wenn dann in einem Staat sich eine schlechte Regierung durchsetzt, dann gibt es immer noch die anderen und immer noch die Bundesregierung, ja. Und so bleibt das System in der Balance und
wir haben nicht diese einzelnen Interessengruppen, die alles an sich reißen können. Lassen Sie uns von diesen Überlegungen übergehen zum zweiten zentralen Artikel, den wir für diese Sitzung gelesen haben, Artikel 51. Und da kommt jetzt ein drittes Konzept dazu. Zwei Konzepte haben wir schon, Repräsentation und Föderalismus. Und das dritte Konzept, das ist Gewaltenteilung. Das kennen Sie auch schon ein bisschen. Wir haben auch schon über Gewaltenteilung gesprochen. Erinnern Sie sich an die Sitzung zu Locke und Montesquieu, ja. Und diese Gewaltenteilung, die tritt jetzt in Artikel 51 in den Vordergrund, nochmal vor dem Hintergrund eines neu formulierten Problems. Es gibt drei Gewalten, von denen Madison ausgeht. Die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Ja, diese Begriffe kennen Sie, legislative, gesetzgebende Gewalt oder dann in die Verfassungswirklichkeit übertragen, der Kongress. Die Exekutive, die ausführende Gewalt mit Präsident und Regierung und dann eben aber auch Verwaltung und so weiter. Und die Judikative, die rechtsprechende Gewalt mit dem obersten Gerichtshof als der Verfassungsinstanz und dabei eben auch mit den Gerichten, die Recht setzen. Und auf der Basis dieser drei Gewalten, die man jetzt in diese neue Verfassung einbauen möchte, ist die Problemstellung die, wir gehen davon aus, dass, weil es ja eine Regierung von Menschen über Menschen ist und in diesen Gewalten auch Menschen drin sitzen, dass die Gewalten versuchen werden, die Macht bei sich zu konzentrieren. Und dass zum Beispiel die Legislative versuchen wird, Exekutive und Judikative in eine Abhängigkeit von sich zu bringen. Und wenn wir eine solche Abhängigkeit haben, dass also eine Gewalt alle Macht auf sich vereint, und wenn eben eine dieser Gewalten alle Macht an sich gerissen hat, dann besteht eben die Gefahr des Machtmissbrauchs und das Risiko, dass wir uns in Richtung eines autokratischen Systems bewegen. Ja. Und da brauchen wir jetzt eben auch eine Lösung dafür, wie wir das so einrichten, dass die Gewalten sich gegenseitig ausbalancieren können. Und da gibt es auch zwei Ansatzpunkte oder vielleicht sogar drei, aber zwei wesentliche. Und der eine ist die Besetzung. Wie besetzen wir diese Gewalten? Und da ist so der Grundgedanke ist, dass wir die Autorität immer auf unabhängigen Wegen aus dem Volk herleiten wollen. Also im Idealfall wählt man die alle. Das ist aber nicht immer praktikabel. Ja, bei der Judikative ist das total plausibel. Wir wollen ja nicht, also die Leute sollten halt irgendwie tatsächlich dann auch juristisch ausgebildet sein und nicht irgendjemand. Also die Wahl der Richterinnen und Richter, die muss irgendwie anders organisiert werden. Auch bei den anderen Gewalten gibt es Ausnahmen, also auch der Präsident, da gibt es ja sozusagen ein komplexes Wahlsystem, da sagt Madison, kann man aus pragmatischen Gründen sozusagen Einschränkungen machen, aber am Ende sollte sich die Gewalt aus dem Volk herleiten und zwar auf unabhängigen Wegen, ja, also nicht erst das Parlament wählen und dann wählt das Parlament die Regierung, ja. Was ja in anderen politischen Systemen durchaus möglich ist, ja, denken Sie an Deutschland. Der andere Ansatzpunkt, wie man gegen diese Machtkonzentration vorgehen könnte, wären Verteidigungsmittel. Das ist vielleicht nicht so ein schönes Wort, aber die Idee ist, dass die eine Gewalt Mittel in die Hand gegeben bekommen soll, sich gegen Übergriffe anderer Gewalten zur Wehr setzen zu können, ja, und auch ein Interesse daran zu haben, sich gegen die Machtübernahme anderer Gewalten zu verteidigen. Und da gibt es verschiedene Verfassungselemente, die dazu beitragen, dass sich die Gewalten so gegenseitig in Schach halten. Und die werden da im 51. Artikel immer nur mal so kurz andiskutiert. Ja, dann müsste man da natürlich jetzt dann im Verfassungsentwurf hineinschauen, was genau das ist. Aber Sie haben hier diese kurze Skizze, also zum Beispiel im Verhältnis von Legislative und Exekutive gibt es diesen Aspekt, dass die Exekutive gegen ein Gesetz der Legislative ein Veto einlegen kann, ja. Und das kann dann die Legislative aber gegebenenfalls wieder überstimmen. Das ist auch so ein Punkt, den Madison kurz diskutiert, ja. Die Judikative aber kann dann auch das Gesetz sogar ganz wieder
abschaffen, indem sie es für verfassungswidrig erklärt. Ja. Und diese Art von Mechanismen zwischen den Gewalten, die sind ganz vielseitig und die werden in der US-amerikanischen Verfassung besonders prominent eingeführt und elaboriert. Das bezieht sich auch auf so Personalsachen. Ja, also dass zum Beispiel der Vizepräsident ist ja dann auch der Präsident des Senats, also einer Kammer innerhalb der Legislative. Und so gibt es auf verschiedenen Ebenen immer so Verschränkungen. Der Senat muss dann verschiedenen Personalentscheidungen des Präsidenten auch nochmal zustimmen. Diese Ebenen der Verschachtelungen, das sind diese Verteidigungsmittel, dass jede Gewalt auf ihrem eigenen Recht beharren kann. Und das ist dann das sogenannte System der Checks and Balances. Ja, ganz berühmter Begriff aus den Federalist Papers. Ein System der Checks and Balances, das diese Gewalten im Ausgleich miteinander hält. Außerdem, sagt Madison, ist natürlich vorteilhaft, dass wir eine Gewaltenteilung haben durch Föderalismus. Also, es gibt einen Bundesstaat und es gibt Gliedstaaten und die werden auch jeweils auf ihren Interessen beharren und sie zu verteidigen suchen. Man könnte sagen, vertikale Gewaltenteilung. Und es gibt Pluralismus durch das große Staatsgebiet und durch die föderale Einrichtung dieses großen Staatsgebiets. Und diese Vielfalt, die verhindert Fraktionen. Ja, das kommt dann am Ende von Artikel 51, wird das nochmal diskutiert. Da sehen Sie die Parallelen zu Artikel Nummer 10. Hier nur ganz kurz nochmal ein Blick auf eine Folie, die habe ich von Professor Bandlow übernommen aus der Vorlesung Vergleichende Regierungslehre. Das, was wir jetzt gerade in der Theorie besprochen haben, und ich habe auf so ein paar Beispiele habe ich schon mal hingewiesen, das findet sich natürlich im Verfassungssystem der USA ganz konkret wieder. Ja, man kann die Federalist Papers eigentlich auch als so eine Art Verfassungskommentar lesen. Und deswegen hier der Hinweis auch wirklich Seminar und Vorlesung zusammenzudenken. Das, was die Federalists hier diskutieren mit Checks and Balances, das ist das, was sich im politischen System der USA abbildet und wiederfinden lässt. Ja? Und genau diese Zusammenhänge zwischen Legislative, Exekutive und Judikative, das ist das, was die hier bewerben. Ja. Und dann, auch das hatte ich versprochen, nochmal ganz kurz der Vergleich oder eher die Gegenüberstellung zu Rousseau. Die drei Dinge, die Madison einfordert, sind Repräsentation, Gewaltenteilung und Föderalismus. Und damit steht Madison durchaus in der Tradition von Denkern wie Locke und bis zu einem gewissen Grad auch von Montesquieu. Und er setzt sich aber ganz klar und deutlich ab gegen die identitäre Konzeption bei Rousseau, der Repräsentation schlecht findet, der keine Entscheidungsmacht delegieren möchte, der Gewaltenteilung falsch findet, weil das der Volkssouveränität widerspricht und der eher ein kleines Staatsgebiet bevorzugt. Ja, auch Montesquieu bevorzugt ja noch ein kleines Staatsgebiet. Bei Madison ist das große Staatsgebiet eine der ganz großen Erneuerungen und hat eben eigentlich sogar zwei Vorteile. Das eine ist diese Einrichtung in einer föderalen Struktur, die eben mit einer vertikalen Gewaltenteilung einhergeht. Und das andere ist diese Vielfalt von Interessen, die die so gefährlichen Fraktionen einhegen. Gut, soweit der Überblick zu den Federalist Papers. Hier noch Literaturhinweise. Wie gesagt, am kommenden Dienstag, den 2. Juni, gibt es die Möglichkeit, diese Dinge nochmal zu besprechen und zu vertiefen. Ich hoffe, Sie haben viel mitgenommen. Schön, dass Sie dabei waren. Und ich freue mich darauf, Sie in der Synchronsitzung zu sehen. Alles Gute.